Muss ich mir auch erstmal wieder eingewöhnen daran. Witch Time. Ja. Es wird immer häufiger in Spielen, ne? Dass man solche. Wie nennt man sowas eigentlich mal ganz allgemein gesagt? Weil in Ego-Shootern ist es meistens irgendwie Bullet Time, dann haben wir Witch Time und Katzentanz. Gibt es da eine allgemeine Bezeichnung für? Auf diesen Teil des vergänglichen Pfades sind Gedanken meiner Wenigkeit mitverwoben. Das heißt wohl, dass es hier für dich ein Ort der Erinnerung ist, nicht wahr? Hehe, wer weiß, wer weiß. In diesem Fall ist dieser Ort etwas anders als die anderen, weshalb es ja noch etwas dauern sollte, bis uns die Albträume hier finden. Also dann, haltet durch. Bald schon dürft ihr euch Erlöser nennen. Wir sehen uns beim Haus. Okay, also im Endeffekt auch wieder nur da hoch. Wie komme ich da jetzt hin? Du führst mich ja nur raus. Okay, an dir darf ich nicht vorbei. Anderen Weg suchen. Die Gegner umhauen. Ja, die machen wir weg. So, darf ich jetzt an dir vorbei? Wenn ich jetzt mit Pilz oder der unsichtbare Weg führt, halte ich mich nicht raus. Ach, da sind Pilze. Hab ich gar nicht gesehen. Aber hier, so komme ich zumindest an die Truhe hier oben doch noch dran. Und irgendein unsichtbarer Weg. Kann ich hier rum? Ich sehe. Ich habe keine Zeit, aber weh, du nimmst den kurzen Weg. Ja. Such den anderen Weg. Das ist meiner. Soll ich einfach runter jetzt? Jo. Okay. Da nochmal kämpfen. Gegen Pflanze. Warum macht sich deine Frisur mal so lustig aus, Roland? Erstmal mal die Frisur lustig machen. Was haben wir denn da für einen Gegner? Was bist du denn? I am counting on you all. Ja, eindeutig Pflanze. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Pflanzen kennt, aber das ist eindeutig eine Pflanze. Ja, ja. Glaubt mir. Pflanze. Er ist grün, also Pflanze. Eine durchgedrehte Pflanze, aber gut. Was auch immer du da gerade zauberst. Mach so ein bisschen Wind. Also wenn ich mir so den Schaden angucke, ja, ein bisschen Wind. Bleiben Sie mal hier. Mal gucken, ob ich genauso stehen, ja. Okay. Haben wir das auch geschafft. Der rote Mond sieht schon ziemlich cool aus. So. Dann noch ein letztes Mal hier hin. Wobei wir wahrscheinlich von, wie gesagt, von Minneapolis wahrscheinlich das letzte Mal. Also ein vorletztes Mal hier hin. Weil da sind uns, glaube ich, auch die Herbergen ausgegangen. So, willkommen, willkommen. Heute Nacht soll es soweit sein. Ich werde euch meinen Segen geben. Doch zunächst einmal möchte ich euch erzählen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Dieses Haus ist ein unverzichtbarer Teil eurer Ausbildung zu Erlösern.
Es ist dem Geburtshaus eines mächtigen Magiers nachempfunden, der einst aus Rolands Welt in diese kam, um seine Mutter zu retten. Ah. Aus Rolands Welt, hierher. Dank seiner Hilfe konnte diese Welt vor dem Untergang bewahrt werden und als er nach vollbrachter Tat in seine Welt zurückkehrte, blieb nur der magische Begleiter hier zurück. Wer einen Pakt mit dem magischen Begleiter schließt und in dessen Geheimtechniken eingeweiht wird, kann selbst ein mächtiger Magier werden. Und jetzt aufgepasst, ich möchte, dass ihr mit dessen Kraft zu Erlösern werdet und mir dabei helft, jemanden zu retten. In diesem Sinne, auf zu unserem letzten Schatzsuche. Diesmal suchen wir nicht nach irgendwelchen Zettelchen, nein, wir suchen nach dem Zauberbuch höchst selbst. Dieses Buch erwartet dich an einem abgeschiedenen Orte, versteckt, auf das es weder Dieb noch Kreatur entdeckt. Wo niemand denken mag, verbirgt es sich und harret deiner, denn kein Buch kann ertragen, was ein Zauberbuch darf wagen. Also dann, macht euch auf die Suche nach dem legendären Buch. Wenn ihr es einmal gefunden habt, müsst ihr nur noch einen Pakt mit ihm schließen. Kann es sein, dass es dann einfach im Kamin ist, so wie es im ersten Teil war? Weil, ich sag mal, kein Buch möchte in einem Kamin liegen, ne? Ein Zauberbuch stattdessen kann schon da drin liegen. Ja, das ist sogar wirklich wie im ersten Teil. Das ist der magische Begleiter. Großartig. Mein Dank gebührt euch allein. Damit seid ihr die Meister des magischen Begleiters. Man braucht das Buch lediglich in den Händen zu halten, um zu spüren, wie die mächtige Magie seines alten Meisters es immer noch durchströmt. Ich habe die Geheimtechnik Begleitmagie erlernt. Okay. Mit dieser Geheimtechnik Begleitmagie bist du in der Lage, während einer bestimmten Zauberdauer besonders mächtige Magieangriffe loszulassen. Die Umgebung wird dabei in Zeitlupe gestellt. Okay. Drücke während des Zaubers entsprechend die Symbole, die Tasten so und so, um ein magisches Geschoss abzufeuern und deine Magiestärke zu erhöhen. Durch jede Eingabe werden neue Symbole angezeigt. Wenn du schnell und korrekt drückst, kannst du die Effekte mehrfach hintereinander einnutzen. Wenn die Zauberdauer vorbei ist oder maximale Tasteneingabeanzahl reicht ist, wirkt der Zauber und verstärkt die erreichte Erhöhung der Magiestärke. Während der Zauberdauer kannst du dich nicht bewegen, aber durch Ausweichen abbrechen. Dabei geht allerdings die angesetzten MP verloren. Kombo-Magie. Feuert ohne MP-Verbrauch magische Elementargeschosse ab. Taschenspieler stärkt die Stärke der Kombo-Magie und momentan getätigter Zauber. Daneben. Drückst du versehentlich daneben, kannst du eine Zeit lang keine Eingaben tätigen. Oh. Endlich habe ich meinen Erlöser gefunden. Verzeiht mir, wenn ich direkt mit der Tür ins Haus falle. Aber er ist schon im Haus. Aber ich habe eine Bitte an euch. Schon wieder ist es Beben. Oh je, ich konnte zwar genug Zeit verschaffen, um das Buch in Ruhe zu finden, aber letztendlich haben sie uns doch noch entdeckt. Also dann, auf das wir uns... Warte. Weißt du, es ist echt anstrengend, die ganze Zeit von Herberge zu Herberge zu ziehen. Aus einem Traum kann ich mich nicht mehr mit euch treffen. Muss es unbedingt eine Herberge sein? Naja, in Herbergen sammeln sich viele Träume und das ist genau die Umgebung, die wir brauchen. Woanders ist es kaum machbar. Wobei, sagtest du nicht, du bist sei es ein König? Dann wüsste ich eine Möglichkeit, wie wir uns jederzeit treffen könnten. Meinst du etwa eine Herberge in Minneapolis? Ja. Wäre doch klasse, Evan. Lass uns eine bauen. Eine prima Idee. Jedes Königreich, das etwas auf sich hält, braucht ein Hotel. Und mehr Touristen kommen dann sicher auch. Was spricht dagegen? Jetzt allerdings direkt wieder von Albträumen angegriffen wird, war alles umsonst. Das stimmt, aber wenn ihr den Bau nur richtig angeht, könnt ihr sie ganz einfach in das Licht führen. Du meinst, wir sollen im Voraus einen Bannkreis um das Hotel herum errichten? Im magischen Begleiter findet ihr eine Menge an passenden Zaubern dazu. Ich bin mir sicher, dass eure Herberge total klasse wird. Überredet. Wir bauen eins, ein Hotel für Minneapolis. Echt mal Königreich ohne Inn. Wer kommt auf so eine dumme Idee? Yippie. Ja, jetzt können wir Hotel Mondschein machen. Also dann, sobald euer Hotel fertig ist, sehen wir uns dort im Traum. Und tschüss. Kommt unbedingt wieder vorbei, ja? Also wir haben zumindest schon mal die neuen Techniken. It's something. Also storytechnisch alles ist Ni No Kuni 1 sehr schön. Mir hat nur das Gameplay nicht gefallen. Aber dafür macht der zweite Teil umso besser. So, du hast eine neue Geheimtechnik Begleitmagie erlernt. Mit Geheimtechniken eignest du dir Fähigkeiten an, mit denen du einem erfahrenen Krieger in nichts nahestehst. Joa. Die Geheimschriftrollen sind überall verstreut. Und dann kann ich die dort lernen.
Hab ich die denn schon? Nochmal zu dir. Ja, für Gleitmagie. Schauen wir doch mal. Raus und nach Minneapolis. Wobei ich gehe mal kurz erstmal zu den Trainingszentren und guck mal, was man da so noch lernen kann. Da. 5 Punkte habe ich aktuell. Kann wahrscheinlich auch bis auf 20 dann hoch. Was machen denn überhaupt alles? Zauberlehrling. Kombo-Magie macht mehr Schaden, viel mehr Schaden. Kombo-Magie und Taschenspieler erscheinen häufiger. Ab und zu noch mächtiger Zauberer. Taschenspieler taucht ab und zu auf. Taschenspieler häufiger. Kombo-Magie seltener. Was ist beides? Okay. So, Kurzvertrag. Weniger Schaden. Okay. Alles voll hier. Die nehme ich auch gerne wieder mit. Den anderen Stuff kann ich da wieder gut stehen lassen, bis ich eben mein Ding hier baue. So. Dann bauen wir mal das auf. Bom. Ich bin nun Hotelbesitzer. Erweitern kann man es auch nicht. So, Hotel Mondschein. Stattet dem Hotel Mondschein einen Besuch ab und trifft den Wegweiser in seiner Traumwelt. Finde heraus, was er eigentlich im Schilde führt. Okay. Ein Hotel für Minneapolis? Wie man hört, hat Minneapolis neulich das Hotel Mondschein seine Pforten geöffnet. Folgt jetzt ein großer Tourismusboom. Die Wirtin der Mausefalle fürchtet schon Umsatz einbußen. Es ist jetzt Platin Plus. Schon irgendwie. Da würde ich zumindest gerne mal hin. Falls ich hier Urlaub bekomme, gehe ich hin. Was ist man denn in Minneapolis so? Andere Länder haben auch schöne Hotels. Schleichwerbung! Das könnte Twitter sein. Nur am Rummeckern. So. Gehen wir mal einmal hin. Wobei, kann ich mich jetzt nicht importen? Noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das Hotel ist, was man, wo man es noch importen kann. Jo. Hier vielleicht mal speichern können. Hashtag Sellout. Also was zu trinken. Ich bin eigentlich gefühlt nur am Vorlesen hier die ganze letzte Stunde. Es geht ziemlich auf den Hals. So viele Türen. Was für ein schickes Hotel, das ihr gebaut habt. Dank euch können wir uns so oft treffen, wie ihr wollt. Aber wo sind wir eigentlich? Dachte wir, dass wir wie immer beim Haus des Magiers rauskommen. Wir sind hier im ewigen Garten, ein geheimer Ort, von dem man nur vom Hotel Mondschein aus Zugang hat. Die Menge an Herzen, für die, die man von hier aus erreichen kann, ist riesig. Deshalb ist das hier auch die perfekte Basis für meine geschätzten Erlöser. Die Welt, musst du wissen, ist das Ergebnis der Gefühle seiner Bewohner. Die Welt ist das Ergebnis der Gefühle seiner Bewohner? Aber selbstverständlich sind die Herzen derer, die sie bevölkern, die den Lauf der Geschichte steuern. Denke zum Beispiel an die Allianzen, die du mit anderen Reichen eingegangen bist. Hat dir nicht auch dazu dein Herz geraten? So verflochten und verflechten sich unaufhörlich zahllose Entscheidungen zu dem, was heute die Welt ausmacht. Erinnerungen, geheimste Gedanken, innigste Wünsche, von hier aus kann man in diese vage und unstete Welt eintauchen. Gehen wir aber zur Hauptaufgabe über. Seht ihr diese Türen? Sie alle führen zum vergänglichen Pfad und waren bis jetzt fest verschlossen. Eure Aufgabe als Helfer in der Not ist es, in die Welt hinter den Türen die Herzgnuffis zu finden. Was sind denn Herzgnuffis? What the flip? Sind das etwa anders als normale Gnuffis? Aber selbstverständlich. Herzgnuffis sind besondere, unglaublich ängstliche Wesen. Es liegt daran, dass sie aus Emotionen herausgeboren werden. Und Emotionen sind bekanntlich eine reichlich unstete Angelegenheit.
Genau wie Albträume wohnen sie in Erinnerungen und Gedanken. Deshalb können sie auch auf den vergänglichen Pfad angetroffen werden. An dieser Stelle ein kleines Rätsel. Was geschieht, wenn man einen fürchterlichen Albtraum in einem unbedarften Herzknuffi alleine lässt? What? Der Herzknuffi hat keine Chance. Korrekte Antwort. Besiegt mit der Kraft des magischen Begleiters die Albträume und rettet die Herzknuffis. Wie jetzt? Bei dem Gerede von Erlösen habe ich gedacht, jetzt kommt eine Wahnsinnsaufgabe auf uns zu, aber wenn es nur das ist... Gefühle richtig anzugehen ist kein leichtes Unterfangen. Deshalb kann ich die Aufgabe auch niemandem anvertrauen, der den magischen Begleiter nicht korrekt zu nutzen weiß. Und auch die Schlüssel zu diesen Türen kann nur jemand finden, der zuvor einen Pakt mit dem magischen Begleiter eingegangen ist. Wir haben den Zauber Psychometrie gelernt. Was ist für ein Zauber? Damit lassen sich die Gedanken extrahieren und in Gedankenschlüssel verwandeln. Dieser Zauber ist eine besondere Mischung aus vielen verschiedenen Zaubersprüchen. Ich habe ihn selbst erfunden. Ich habe einen Blick als Basis hergenommen und daraufhin einen Leib des Lebens manifestiert. Wenn man dann noch einen Alterungsprozess noch mit alter Pracht entgegenwirkt oder eine Prise... Wir werden es wohl kaum nachkochen. Was denn jetzt mit diesen Gedankenschlüsseln? Gedankenschlüssel findet ihr nicht einfach in jemandes Hosentasche. Sie schlummern an Orten, denen besondere Gefühle innewohnen. Gefühle sind nämlich nicht an einen bestimmten Körper gebunden. Sie wohnen auch Orten inne, die von den Inhabern dieser Gefühle besucht wurden. Vielleicht sind es dort sogar mehr. Mit Psychometrie kannst du diesen Gefühlen eines Ortes Form verleihen. Also sollen wir mit Hilfe von Psychometrie Gedankenschlüssel formen und damit diese Türen öffnen. Ganz genau. Es sind insgesamt 6 Türen und sie alle führen zum vergänglichen Pfad. Schafft ihr es alle 6 Herzknuffis auf der anderen Seite zu finden und zu retten? Alright. Überlass das nur uns. Auf geht's. Retten wir die Herzknuffis von den Albträumen. Okay. Aber wie sollen wir wissen, wo man diese Gedankendinger herbekommt? Das überlasst du mir. Ich habe auf meinen Reisen durch die Träume so einige mögliche Orte gesehen. Da war ein Ort, an dem Naturgeister wohnten. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Ein Ort mit ganz vielen Gnuffis? In Minneapolis wäre das die Gnuffi-Küche. Nein, dieser Ort scheint weiter weg zu sein. Ein kleines Häuschen, ganz weit ab. Kleines Häuschen, ganz weit ab? Tante Marthas Haus? Wenn ihr dort Psychometrie verwendet, wird das, was wir suchen, ganz sicher zutage treten. Okay. So. Vom ewigen Garten aus erreichst du die 6 vergänglichen Pfade, auf denen irgendwo die Herzknuffis eingesperrt sind. Dort befindet sich auch das Haus, in dem du die Begleitmagie erlernt hast. Und zudem eine Tür zum Kolosseum, wo du dein Kampfgeschick auf die Probe stellen kannst. Okay. Also hier. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal zurück und den einen Schlüssel finden. Da wollen wir mal. Also haben wir jetzt erstmal schon mal die ganze Story dahinter. Jetzt können wir vielleicht mal auch ein bisschen rumlaufen und kämpfen. So. Was wollte ich jetzt einmal kurz speichern, einfach mal. Und zwar dahin. Gameplay? Ja, meine Güte, mein Hals, ne? Das war zu viel Text. So, genau, Tante Marthas Haus. Wobei, ich glaube auch schon fast, dass die Gegner jetzt immer noch recht schwach sind. Von daher wahrscheinlich eher durchlaufen sein. Oh, ich wollte nicht in mein Luftschiff. Muss mal die ganzen richtigen Tasten erstmal wieder drücken. Viel Story in einem JRPG? Wo gibt's denn sowas? Einfach hier? Wie mache ich jetzt den Zauber? Ach, da! Da liegt was. Moment, kommt eine kleine schwarze Schleife zum Vorschein, aber im nächsten Augenblick verschwindet sie schon wieder.
kann man mitten in Manapolis speichern? Kann man das nicht in jeder Stadt? Da tut sich was. Lass uns mal den Zauber ausprobieren. Weiß ich schon, Dingens. Alright. Hast recht, hier ist Psychometrie gefragt. Das Bild einer jungen Frau. Tante Martha früher mal? Soll es dieser Gedankenschlüssel sein, von dem der Wegweiser erzählt hat? Ist ja nun alles Foto. Wenn ihr was Dramatischeres erwartet, schwach. Frag mich aber, wer das wohl ist. Vielleicht eine Bekannte von Tante Martha? Kann jedenfalls ein aufgewecktes Mädel zu sein. Vielleicht treffen wirst du sie auf dem vergänglichen Pfad. Lass uns zum Wegweiser zurückgehen. Okay. So, kann ich da jetzt? Ja, direkt in den ewigen Garten sogar rein. Wie praktisch. So. Damit, das ist der Gedankenschlüssel, den wir brauchen. Damit können wir eine der Türen öffnen. Das war nur ein olles Foto. Es ist ja kein Zufall, dass er ausgerechnet diese Form angenommen hat. Das muss etwas mit der Erinnerung zu tun haben, die er repräsentiert. Und was genau das ist, werdet ihr sicher auf der anderen Seite dieser Tür herausfinden. Auf zum vergänglichen Pfad. Findet einen Herzknuffel für mich. Okay. Alright. Dann müssen wir also hinein. Nur keine Angst, es ist ja nicht für immer. Du kannst jederzeit in diesen Garten zurückkehren. Und nun geht schon. Eine Reise in die Welt der Erinnerungen wartet auf euch. Jetzt möchte ich aber gucken, wo mich die Tür hinführt. Die stand ja von Anfang an offen. Ah, hier waren wir schon. Gut, ich sehe es an den offenen Truhen. Dann zurück zum Garten. Ist das schon ziemlich... Ich sag mal so, wenn man es wirklich im Laufe der Story hat, dann kommt man ja quasi in die Stadt, hat man quasi alles erledigt und dann kommt man ja dann erst quasi zu Win. Also, ich will es jetzt nicht als Strecken sehen, sondern einfach nur, dass es ins Spiel eingebaut wurde. Die Sache ist halt nur, wenn man es erst alles ganz am Ende macht, muss man halt einfach nur von A nach B nach C nach D, weil geht ja nicht anders. Aber wenn es halt wirklich im Laufe der Story nebenbei passiert ist, dann ist es ein bisschen passender wahrscheinlich. Da ist die Frau vom Foto. Sie hat eine ganze Herde Knuffis bei sich. Ob der Herzknuffi auch darunter ist? Hey da, sieht aus, als könnte ihr kräftig zulangen. Echte Hauding, ich habe ein Gespür für sowas. Und ich kann die Knuffi-Kraft in euch spüren, wenn auch eher auf Anfängerniveau. Ich bin gerade auf Ex-Würmjagd. Diese Viecher terrorisieren uns schon viel zu lange, findet ihr nicht? Was meint ihr so unter Knuffi-Freunden? Wollen wir uns nicht zusammentun? Wer bist du, wenn ich fragen darf? Wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Herz-Knuffi. Ich bin Martha. Oder Lady Martha, wie man sie in der Gegend nennt. Haha. Was? Martha? Ich muss jetzt weiter die Ex-Würmer murksen. Murksen sie ja nicht von alleine ab. Wenn mir welche durch die Lappen gehen sollten, seid so nett und kümmert euch drum. Und tschüss. Und weg ist sie. Martha? Das soll wirklich unsere Martha gewesen sein? Die ist doch mindestens 12 Jahre jünger. Vergiss nicht, wir befinden uns auf dem vergänglichen Pfad. Vermutlich ist das hier nur eine Szene aus der Vergangenheit unserer Tante Martha. Sie haben ja keine Chance gelassen, nach dem Herzknuffi zu fragen. Vielleicht treffen wir sie ja nochmal, wenn wir diesen Weg folgen.